Was ist das hier für eine Verbindung? Das ist Natriumchlorid. Richtig, und was ist hiermit? Wasserstoffperoxid. Gott, du bist so klug. Was ist damit? QM2? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist Quaggmagium. Das ist die stärkste Verbindung der Welt. Nichts und niemand kann sie trennen. Sie wird bis in alle Ewigkeit bestehen. Ach, du bist so ein Süßi-Popüsi. Wenn ich ein Süßi-Popüsi bin, bist du ein Pini-Vagini. Oh. Ich habe ein Wie-Süß-Ohr gehört. Kühl dich ab. Gar nichts. Das ist ein Spiel, das Mac spielt. Und man gewinnt nur, indem man nicht mitspielt. Der Satz ist aus einem Kriegsspiel. Mag sein. Spielst du Kriegsspiele? Ja. Ich erfahre immer wieder Neues über dich. Das ist der Reiz daran. In dir steckt ein Nerd. Möglicherweise. Ich knall dich später. Wie wär's mit einer Partie Schach? Ich knall dich lieber. Sie ist mit Quagmire übers Wochenende in seiner Hütte. Was? Ich hab dir ein Strichmännchen-Daumenkino gemalt, um's zu erklären. Da bin ich vom Thema abgekommen, aber sie sind in seiner Hütte. Komm mit zum Peter Dactylus! Oh, so ein Mist. Jetzt muss ich mich um die Babys kümmern. Wir werden nie dort ankommen. Ich frag mich, warum so viel Verkehr ist. Oh Mann, ja, da liegt das Problem. Noch nicht gezeichnet. Kommt schon, Leute, legt mal einen Zahn zu. Was ist denn da oben los bei euch? Ja. Nicht wahr? Ich liebe es, wie das Licht des Kaminfeuers die Schatten hinter uns wirft. Ich war mit meinen Freunden mal campen, aber niemand konnte ein Lagerfeuer machen. Also hab ich es einfach versucht und hab's geschafft. Das ist ja krass. Oh nanu, was geht denn hier ab? Wir ziehen unsere Oberteile aus. Na gut, wenn's denn sein muss. Stewie, was machst du? Oh, nur eine Runde Tai Chi. Asiaten sehen bis sie 60 sind noch aus, als wären sie 30. Und zwar deswegen. Dann sehen sie auf einmal aus wie 100, aber das interessiert mich jetzt noch nicht. Kommt das aus Japan? Aus China. Bei den Japanern ist alles ganz anders. Hey, wollen wir ins Kino gehen? Nein, wir sind Japaner. Ich will sehen, wie ein Oktopus ein Schulmädchen fickt. Ja! Oide, nakushimete ageru yo. Saugnapf für den Gutang. Entschuldigung. Ist schon gut. Ich bin es gewohnt, dass Leute anfangs nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen. Wenn Sie also Fragen haben, tun Sie sich keinen Zwang an. Habe ich tatsächlich. Sind Ihre anderen Sinne als Ausgleich für die Gehörlosigkeit besser? Können Sie zum Beispiel einen Furz riechen, bevor ich ihn lasse? Ich habe nämlich gerade einen auf der Pfanne und ich will wissen, ob ich deswegen ein schlechtes Gewissen haben muss. Das rieche ich nicht, nein. Aber sehen kann ich es vielleicht. Viele machen kleine Bewegungen, wenn sie im Begriff sind zu furzen. Bei manchen fängt ein Auge an zu zucken. Ganz dezente Hinweise, hä? Gut, sagen Sie mir, ob Sie es sehen, wenn es passiert. Sie haben gefurzt. Das haben Sie gesehen? Sie haben all meine kleinen, dezenten Bewegungen gesehen? Sie haben es schon wieder getan. Na, das wird ja das reinste Vergnügen. Außerdem kennst du mich doch. Ich stehe auf die verschiedensten Sachen. Hast du was gehört? Nein, alles gut. Okay. Peter, komm her. Das Essen wird kalt. Ah, au, au, ah, au, fuck, Schweinekotze, Lois, was zum Teufel? Was ist mit der Treppe passiert? Die ist total rutschig. Ich hab doch eine neue gekauft. Die alte war so rau und Stewie hat sich einen Splitter eingezogen, also hab ich beschlossen, sie austauschen zu lassen. Und wann, bitteschön? Na, neulich, als du so lange in der Drogerie warst. Ach ja, da war so eine Latina und ich wusste nicht, ob sie da arbeitet. Entschuldigung? Mann, ich würde zu gern wissen, wo in dem Laden die Shampoos stehen. Ich sagte, ich würde zu gern wissen, wo in dem Laden die Shampoos stehen. Verdammt nochmal, fast hätte ich gedacht, Sie kaufen hier ein. Wo ist das Shampoo? Wollen wir vor die Tür gehen? Da ist es ein bisschen ruhiger. Ja, gern. Oh, mein Gott, ich... Guck mal, Brian hat sich eine Blinde geangelt. Kein Stress, Brian. Du schlägst dich besser als Quagmire. Der hat eine Nutte am Haken. Ha! Sie ist wirklich eine Prostituierte. Brian, blinde Menschen gehen andauernd ins Kino. Wir hören einfach zu. Ich bin zwar blind, aber mein Gehirn ist in der Lage, das, was ich höre, in ein perfektes Bild in meinem Kopf umzuwandeln. Ich liebe zum Beispiel Titanic. Ich bin der König der Welt!
Hundeliebhaber können echt nervig sein. Wow, das ist ja wirklich eine schöne Wohnung. Ist das dein Hund? Ja, ist er nicht der allerschnuckligste Schnuckelmucke? Guck doch, wie schnucklig er ist. Ja, er ist sehr schnucklig. Ja, so ein Schnuckel. Ja, so ein Schnuck, 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 Schnuckel. Guck ihn an, guck doch. Guck ihn dir an. Okay. Guck ihn dir an, guck ihm ins Gesicht. Komm schon, guck ihn dir an. Guck, du guckst ihm jetzt in sein scheiß Gesicht. Hey Leute, das macht mich wahnsinnig. Hieß einer der sieben Zwerge Schnappi? Gut angezogen? Oder bilde ich mir das nur ein? Nein! Oh mein Gott, Dad! Dad, alles okay? Verdammt, ich hasse die neue Treppe. Ja, ja, na gut, dann werde ich eben hier liegen bleiben, bis die Schmerzen weggehen. Was seht ihr euch denn an? Und nun zurück zum ersten Zeitreisenfilm mit einer funktionierenden Zeitmaschine. Na schön, wir werden jetzt versuchen, ins Jahr 6 Millionen vor Christus zu reisen. Schaffen Sie uns hier weg! Puh, das war aber knapp. Oh mein Gott, wo ist Frank? Ich bin hier drüben. Oh, okay. Hey, alles ist möglich, oder? Ich habe auch mal die Betthöhle gefunden. Du kannst nicht 60 Arbeiter damit beauftragen, eine Höhle unter deinem Haus zu bauen und sie dann geheim halten. Diese Männer leben in dieser Stadt. Ich habe ihnen gesagt, es handelt sich um eine geologische Studie. Batman, Batman. Die haben einen Drehtisch für dein atombetriebenes Auto gebaut. Das wird garantiert Gesprächsbedarf bei ihnen hervorrufen.